So, jetzt mache ich ein Video, das ich gar nicht mache, sozusagen. Ich mache jetzt ein Video, das ich gar nicht mache. Ich hätte zum Beispiel ein Video gemacht zum Fall Yolanda und Amani, die Mutter, die sich angeblich im See ertränkt haben soll mit ihrem kleinen Sohn, den sie so geliebt hat. Die Frau hat, sag mal, die hat viele Freunde gehabt, die hat ihren Auskommen gehabt, die war versorgt. Da ist jetzt nicht irgendwie, versteht ihr, wenn jetzt irgendwelche ganz schlimme Sachen im Raum stehen und ich verzweifle und so weiter. Nichts hat darauf hingedeutet. Wobei es ist ja so, dass, sage ich mal, wenn jetzt Leute depressiv sind und so und so und so, für sich alleine, dann ist das nochmal anders. Da gibt es manchmal Fälle, wo jemand nur eine Fassade aufbaut und dahinter ist es so und so. Aber eine Mutter mit ihrem Kind, das ist nochmal etwas ganz, ganz, ganz anders. Eine Mutter mit einem Kind, die ist nicht so leicht, versteht ihr? So, was, wie soll man sagen, das ist so irgendwie, die wird auf dem Boden gehalten, die wird auf dem Boden gehalten, eine Mutter. Ein Kind ist etwas, was eine Frau vernünftig macht, versteht ihr? Die dreht nicht so einfach durch. Man mag es nicht völlig ausschließen, aber es ist so unwahrscheinlich. So, und ja, gleichzeitig habe ich in der Vergangenheit von Satans Staatsanwaltismus geschrieben. Ich sage im Fall Yolanda Klug, war es dann gar nicht so schlimm, was von der Staatsanwaltschaft kam. Aber im Fall Julia W. Und da haben mich auch viele Leute unterstützt. Ich habe sogar aus Dings, aus dem Bereich Lenningen, dort wo die Leiche gefunden wurde, aus der Bevölkerung Geld bekommen. Und zwar nicht nur aus der Bevölkerung, sondern also ich behandle das natürlich anonym, ganz klar, so. Deshalb muss ich überlegen, wie es berichte. Also es war nicht von der Polizei, es war nicht vom Rathaus, aber vielleicht war es von einem Verein, vielleicht war es von einer anderen Gruppe Menschen. Eine Institution. Also es war so, dass man es mehr praktisch darin sehen konnte als nur von einem Einzelmenschen. Ich habe im Internet viel Zustimmung bekommen. Es haben mich Leute kontaktiert, die mir, also es sind Leute empört. Es sind Leute empört über diesen Blödsinn, was man diesem Mädchen, versteht ihr, wenn man sowas bringt, die Öffentlichkeit in die Fahndung mit einbezieht und so weiter und so fort, und dann die Öffentlichkeit abspeist im Fall Julia W., das ist ein Skandal, das darf eine Öffentlichkeit, darf nicht so blind ihre Behörde vertraue, die so oft Fehler machen. Das ist jetzt wieder eine andere Julia W. Nix Maddie, scheiß Maddie. Blödsinn mit dieser Maddie. So ein Quatsch. So ein Quatsch. Das ist diese Julia W. Diese Julia W. So. Ja. Also. Und ich habe da Artikel gemacht. Wo ich ja mit dem Begriff Satans Staatsanwaltismus
die Zusammenarbeit von Staatsanwalt und Rechtsmedizin. Es reicht nicht, sage ich mal, wenn Sie sagen, oftmals bei Wasserleiche, wo Sie gar nichts mehr feststellen können, sagen Sie, weil wir nichts mehr feststellen können, was auch kein Fremdverschulden. Nein, manchmal kann man einfach, auch wenn Fremdverschulden da wäre, es nicht mehr feststellen. Dann kann man doch aus der Obduktion nicht das Schlussfolgern. Dann muss man doch die Gesamtumstände anschauen. Das ist ganz schlimm oft mit diesem Satans-Staatsanwaltismus. Und wenn jetzt jemand, sage ich mal, am Baum hängt, mit dem Strick um dem Hals, der kann auch zuerst erdrosselt worden sein und dann ihm ein Strick um den Hals und einen Baum gehängt. Das kann man nicht nachweisen. Auch der Jeffrey Epstein ist so in der Gefängniszelle aufgehängt gewesen. Und da ist ja viel diskutiert worden, ob der nicht vielleicht ermordet worden ist. Wenn er ermordet worden ist, dann aber so, dass er erst erdrosselt worden ist und dann hängt man ihn einfach an der gleichen Stelle auf. Das sieht kein Gerichtsmediziner. Und das Gleiche im Fall dieser Kniebiss, wo ich jetzt auch dran bin, wo es der eine ist ermordet worden, dann hat man aber gesagt, der eine sei Kollege oder sei Mitarbeiter hat ihn ermordet. Und dann hat der sich aufgehängt. Muss aber nicht sein, dass der sich selber freiwillig aufgehängt hat, weil in dem Raum, wo der sich aufgehängt hat, ist ein Feuer gewesen. Ja, und dann haben die strohdummen Medien haben dann gesagt, ja, vielleicht wollte der Selbstmörder Spuren verwischen. Was mussten einen Selbstmörder Spuren verwischen, ihr Idiotengesellschaft? Ein Selbstmörder, der Spuren verwischt. Blödsinn. Versteht ihr? Also, das ist jetzt noch offen, was da rauskommt. Aber ich bin der Fragen stellt, wo dann auch andere Leute sagen, ja, eigentlich hat er recht, ja. Und ja, und jetzt ist es so, ich sage ja, dieses Video gibt's gar nicht. Ich habe ja gesagt, ich gehe nicht ein auf diese Fälle hier in diesem Dings. Ich mache maximal Trailer. Und dann außerhalb von YouTube gehe ich dann auf die Fälle intensiver ein. Das jetzt jedoch ist nicht mal ein Trailer, das ist im Sinne von, das wäre ihr Preis gewesen. Ja, und damit will ich jetzt nicht mein Publikum ärgern, sondern ich sag mal, versteht ihr, das eine ist YouTube, das mir Schwierigkeiten macht, das andere ist mein Publikum und das andere bin ich. Und wenn es, versteht ihr, YouTube will ja eigentlich, dass das Publikum zufrieden ist. Die sagen ja, sie machen ja nicht für sich irgendwas, nein, sie tun ja für das Publikum praktisch sorgen, ja. Und jetzt ist eben die Frage, sorgt YouTube gut für euch als Publikum, wenn es mir unmöglich macht, über manche Sachen zu reden, die euch vielleicht interessieren. Also, jetzt gab es diese Sendung vom Rudi Carrell, das war auch so ein Arschloch, aber da hat er so verschiedene Sendungen gemacht und eine Sendung war die verflixte 7 und da steht, zum geflügelten Wort wird Rudis Ausspruch, das wäre ihr Preis gewesen. Dies hätte auch der Titel der Spielschau sein können, die von 1984 bis 1987 als die verflixte 7 an den Erfolg vom laufenden Band anknüpft. In jeder Sendung treten zunächst drei Kandidaten-Ehepaare in witzigen, kuriosen und vor allem immer anderen Spielen gegeneinander an. Die Aufgaben wirken zunächst simpel, haben aber immer einen Haken und am Ende eine Pointe mit Slapstick-Charakter. Da fliegt auch schon mal die Torte ins Gesicht. Im großen Finale ist dann nur noch ein Ehepaar übrig, das sich durch 7 Runden spielt. Das Paar muss rätseln und herausfinden, was die Symbole bedeuten könnten, denn nur was am Ende übrig bleibt, darf es behalten. Immer wenn die Kandidaten ein bestimmtes Symbol aussortiert haben, führt Carrell dessen Bedeutung vor und zeigt den Kandidaten, was sie nicht gewonnen haben. Das wäre ihr Preis gewesen.
Bis zur letzten Sekunde bleibt es spannend, da man nicht weiß, was hinter dem letzten Symbol steckt. Eine Weltreise, das Auto oder doch die Wagenladung mit zehntausenden Kaugummis. Da heißt es dann, das ist Ihr Preis. Okay. Also, das ist Ihr Preis gewesen. In diesem Sinne stelle ich jetzt hier diesen Fall-Dings vor, mit dem ich mich jetzt zuletzt etwas beschäftigt habe. Was meint ihr? Diese Yolanda, eine 29-Jährige mit ihrem Sohn Armani, ja, jetzt ist es so, die hat, ich sag mal, seht ihr, eine Mutter und ihr Kind, die können emotional, versteht ihr, der Mutterinstinkt, die Mutterliebe und all das, damit kann eine Frau leben, auch wenn die Partnerschaft vielleicht nicht so toll ist, aber das kommt vor. Und ob jetzt der Mann abhaut oder die Frau ihn davonjagt oder wie auch immer, dass es Alleinerziehende gibt, sowas passiert, das ist jetzt nicht so unvorstellbar. Aber dass eine solche Mutter mit ihrem Kind, sage ich mal, versteht ihr, ohne äußere Not, die bekannt ist, wenn die am Verhungern sind in was weiß ich in Afrika und ihr Kind verkaufen oder dieses oder jenes oder teilweise haben, also irgendwelche Ausnahmesachen, aber dass eine Mutter sich mit ihrem Kind umbringt, versteht ihr? Dass sie sich mit ihrem Kind, dass sie ihr eigenes Kind mit umbringt. Das ist sowas von unwahrscheinlich, sowas von unwahrscheinlich. Und ne, dann kommt raus, der Mann lebt auch irgendwo dort in der Nähe, also nicht direkt, da ist irgendwas zwischen denen. Und dann haben die Frau mit ihrem Kind Wochen oder Monate, nachdem sie praktisch zuletzt das Lebenszeichen gab, als Wasserleichen gefunden, wo man eben wieder nichts richtig feststellen kann, als Wasserleichen. Sie hat eben kein Messer im Rücken stecken gehabt. Aber selbst da solche Sachen hat der Satans Staatsanwaltismus oft schon verdreht, verlogen, kriminell, eine kriminelle Teufel halt. Ich bin ja jetzt im, versteht ihr? Ja, ich kann ja nicht weiterreden. Das ist es einfach. Und in dem Fall meine Überlegungen dazu, weiter zu recherchieren. Seht ihr, ich komme ja immer an einen Punkt und das lasse mir auch nicht nehmen. Wenn man die Sachen irgendwie drauf eingehen muss, dann muss man richtig drauf eingehen. Und dann gibt's hier nichts, damit mich anpissen. Das Universalgenie wird nicht, das große Universalgenie wird nicht von einem kleinen YouTube irgendwie hier ans Bein gepinkelt. Das gibt's nicht. Deshalb geht's hier jetzt, kann ich hier nichts dazu sagen. Man könnte jetzt der Hanna das Video. Horrorfund in Berlin. In einem See mitten in der Stadt entdecken Passanten die leblosen Körper einer Frau und eines kleinen Kindes. Die gerufenen Rettungskräfte bringen sie ans Ufer, doch für eine Reanimation ist es zu spät. Beide sind tot und lagen wahrscheinlich schon längere Zeit im Wasser. Über die Umstände des Todes und die Identität der Opfer ist noch nichts bekannt. Es soll aber bisher keine Hinweise auf eine Fremdeinwirkung geben. Die Mordkommission hat die Ermittlungen übernommen und muss jetzt klären, ob es sich eventuell um einen Unfall handelt oder ob die Frau erst das Kind und dann sich selbst getötet hat. Kann man so nicht klären, so einfach. Wie gesagt, wenn es ganz offensichtliche Sachen gibt, manches ja, aber man kann es nicht wirklich sagen, dass man sagt, so, jetzt hat man die Wasserleiche untersucht, jetzt wissen wir das und das. Nein, das kann man so nicht sagen.
und bei der Gerichtsmedizin angeordnet. Da hört das dumme Volk Gerichtsmedizin und dann denken sie, ja, da kommt jetzt die Wissenschaft und irgendwie wird die das objektiv und dann wissen wir genau. Nein, 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 nein. Bei einer Wasserleiche ist das nicht so einfach. So, also, ja, und ich sag mal, seht ihr, wenn ich meine Gedanken dazu sagen will, dann muss ich in meinem Element sein, ich muss eine gewisse Freiheit haben, ich beachte da trotzdem das Recht und Gesetz, es gibt einfach Leute, die mich angreifen wollen und wenn dann es Moderatoren gibt, die drauf reinfallen, dann ist es eben, wie es ist. Und hier ist es so, dass ich jetzt hier auch, ich mache vielleicht noch ein längeres Video, aber jetzt nicht. Das ist jetzt, hier gibt es jetzt gar nichts zu dem Fall von mir. Das ist jetzt eine Folge von dem, was YouTube gegen mich unternommen hat. Und das ist jetzt ein Phantomvideo, praktisch so wie es gibt Phantomschmerzen auch. Wenn der Fuß schon amputiert ist, kann er ja eigentlich nicht mehr wehtun. Aber manche Leute, die den Fuß amputiert haben, verstehen nicht, dass es ihnen an der Amputationsstelle selber wehtut, sondern dort, an dem, was eigentlich gar nicht da ist. Das ist jetzt hier. Das ist ein Video, das es eigentlich gar nicht gibt, sozusagen. Das ist ein Phantom-Thema jetzt. Okay. So, das will ich noch sagen. Ja, also, das war das. Und es gibt noch mehr Fälle. Ein anderes Phantom-Thema ist die Sache mit Kniebiss. Bis vor ein paar Tagen kam das sofort. Praktisch dieses Thema, um was es geht, aber ja, also da ist in Kniebiss ist ein Leichenfund gewesen, ein 58-jähriger Besitzer eines Hotels und also ein 32-jähriger Mitarbeiter sind tot aufgefunden worden und zwar war das ganz in der Nähe von dieser Frauenleiche im Jahr 2021, die verbrannte Frauenleiche. So, und da, das ist das Thema, das kennt ihr sicher, dieses Bild. Und da habe ich sehr viele Artikel drüber geschrieben. Ich bin der erkannt hat, dass auf diesem Dings, Bild, was man hier sieht, wenn man es genau analysiert, nicht nur dieses Dings anschaut, dieses Muster, sondern die Haut, dass es auf der Haut ganz spezielle Spuren gibt, die nicht zum Tattoo gehören. Und wenn ich sage Brandzeichen, da denken manche, ja, die Leiche ist ja verbrannt worden. Nein, nicht verbrannte Stellen, sondern Brandzeichen. Und da sieht man, das sind meine Artikel. Da ich habe es eingegrenzt, der Hanna. Diese, das wie ein A, wie ein kleiner Buchstaben A aussieht. Und dann haben manche gesagt, ja, das können Zeichen von einem Feuerzeug sein.
Aber auf das bin ich eingegangen und habe begründet, warum es das nicht ist. Ich habe da ausführlich recherchiert, bin darauf eingegangen, was hier, ja, seht ihr diese Zeichen? Da geht es auch um die Temperatur und also Brandzeichen früher, das hat man bei Sklaven gemacht, später haben es die Zuhälter bei ihren Frauen gemacht und da, so bin ich auf dieses Thema gekommen. Und wie gesagt, dann ist jemand drauf gekommen auf die Sache mit dem Feuerzeug, darauf bin ich eingegangen. Seht ihr, das macht das Feuerzeug, Brandblasen, weil das Feuerzeug ist nicht heiß genug. Versteht ihr? Etwas, was Brandblasen macht, das gibt später keine Narben. Also, oder solche Narben. Ein Brandzeichen, das sind ganz andere Temperaturen. Und das sind dann Sachen, versteht ihr? Wenn du ein Tier ein Brandzeichen gibst, dann zischt die Haut. Versteht? Die Haut zischt. Und es steigt Dampf auf, versteht ihr? Es verdampft und da entsteht das. Aber nicht, wenn ihr seht, aha, da gibt's Brandblasen. Das ist harmlos. Das sind harmlose Temperaturen. Die schädigen die Haut. Der Körper wehrt sich, bildet neue Haut und das und das. Aber es geht bei Brandzeichen geht es um viel, viel, viel höhere Temperaturen. Wie gesagt, wenn ihr ein Fleisch in die Pfanne gebt, dann gut, wenn das Öl und Wasser und so zischt, aber auch ohne jetzt irgendwas, wenn ihr etwas, das Wasser enthält, mit einem glühenden Metall, oder denkt ja an das glühende Metall, das ihr ins Wasser reintut, das zischt. Und wenn ihr ein glühendes Metall auf eine Haut, auf eine Wassere, der Körper besteht ja zu was weiß ich, wie viel Prozent aus Wasser. Und wenn ihr das auf etwas macht, wo es Wasser hat, dann zischt es auch. Und dann verdampft etwas, versteht ihr, auch von der Haut etwas. Und das sind die Sachen, wo dann ein Brandzeichen machen. Nicht sowas. Deshalb, die Idee war grundsätzlich nicht schlecht. Dass jemand sagt, kommt, aha, sagt, ich habe eine Idee, aber versteht ihr, das ist dann eine Argumentation, der eine bringt das, der andere entgegnet das und so weiter, das ist ja okay, aber seht ihr, also ich habe mich mit dem Fall intensiv beschäftigt und ich habe gesagt, dieser Fall ist ein Fall, wo es um Folgendes geht, um das spricht für ein Prostitutionsmilieu. Und zwar irgendwie ist die Frau nach Freudenstadt gebracht worden und dort umgekommen beim Thema Prostitution. Und ich bin davon ausgegangen, es ist eine Zwangsprostituierte, irgend so ein Drecksschwein, der jetzt hier so Foltersex und Würgen und so weiter da Hannah machen wollte, hat die Frau aus Versehen umgebracht. Dann musste den Zuhälter eben extra Geld geben und die haben sie dann ins Gebüsch gebracht. Dann kam später eine ganz interessante Entwicklung. Ja, gut, ja, nee, jetzt machen wir. Ich nehme jetzt nicht alles. Hier habe ich einen Artikel geschrieben auf meiner Website und das da zwei Artikel. Aber ich will ja jetzt praktisch hier nicht den Fall vorstellen, sondern soll ja ein Phantomartikel sein. Ein Phantomartikel. Genau. Also, auf jeden Fall, diese Frau,
Es gab ganz interessante Sachen. Bevor diese Frau verhaftet, nee, bevor jemand verhaftet wurde in dem Fall dieser Frau, da ist ja letztes Jahr ein Prozess gewesen und dann, da ist der Lebensgefährte der Frau verurteilt worden wegen Körperverletzung mit Todesfolge. Und am Tag, bevor der in Solingen, da 400 Kilometer nördlich verhaftet wurde, hat bei mir jemand angerufen und hat eine Prostituierte bestellt. Bei mir. Und mit seiner Nummer. Ich kann kurz ein bisschen reinschauen lassen. Da ist was, aber das ist der Screenshot von dem, also oder das Foto von meinem Handy, versteht ihr? Bei mir hat jemand, der hat mich irgendwie verwechselt. Ich habe ja einen albanischen das gibt's im Albanischen auch, gibt da im Serbischen, aber auf irgendwie hat der mich mal wo gelesen, hat meine Handynummer gespeichert. Und hat alles nicht richtig verstanden, was ich schreibe, und hat dann später es verwechselt und hat mich angerufen, als ob ich ein Zuhälter wäre, der ihm eine Prostituierte bringen kann nach Freudenstadt. Aber eben nicht, dass er sie ficken will, sondern, also das Szenario, an das ich dabei denke, ist eben, dass es das, was ich gesagt habe, ein Zuhälter, in Freudenstadt gibt es keinen Puff, richtig, aber natürlich gibt es Bedarf, und wo es Bedarf gibt, gibt es auch Zuhälter, und dann organisieren die sich die Prostituierte, indem andere Zuhälter ihre Prostituierte bringen, und das muss sich natürlich dann aber lohnen, sage ich mal. Das sind dann Sachen, wo es Geld kostet, sage ich mal. Die billig ficken wollen, die gehen wahrscheinlich einfach selber von Freudenstadt, fahren sie ein paar Kilometer in der nächste Puff irgendwo, was weiß ich, wo das in Rottweil oder in da und dort eben Freiburg oder wo auch immer, keine Ahnung. Aber die Geld haben, und dann vielleicht noch so Sonderwünsche, die lassen sich die Prostituierten von irgendwo zufahren, und ja, ich gehe davon aus, das war der Hintergrund, dass es eben, wie gesagt, wenn die Frau ist am Ende erwürgt wurde, bevor sie verbrannt wurde, und dass es dann eben jemand war, von vornherein mehr Geld zahlen musste wegen seinen verrückten Sonderwünschen, und dabei dann noch zusätzlich das passiert ist, ob als Unfall oder doch als Mord, weil sie vielleicht nicht gespurt hat, das ist offen, man muss wegen Mord ermitteln zuerst. Ja, und wie gesagt, die haben dann den Lebensgefährte, dem konnten sie einfach eine Beteiligung nachweisen, aber der hat frei erzählen dürfen, wie die Tat geschehen ist, und die haben dem fast alles geglaubt, die haben gemerkt, er lügt, manche Sachen haben sie ihm widerlegen können, seine Verharmlosungen, aber unterm Strich haben sie ihm jede Menge Bullshit geglaubt, und unter anderem, dass er die Leiche 400 Kilometer von Solingen in Schwarzwald gebracht hat, nur weil es ihm dort so gut gefallen hat, hat man mal eine schöne Zeit gehabt, und so als ob er noch Gefühle für seine Frau gehabt hätte, als er sie in Schwarzwald gefahren ist, dabei hat er dort der Leiche das Gesicht eingeschlagen, um sie mit dem Spaten unkenntlich zu machen, also alles Blödsinn von wegen so, ja, Gefühle, Dreck. Und alles, was er erzählt hat, ist widersprüchlich. Das war keine Tat. Das war keine Tat, bei der, die in Solingen stattgefunden hat und wo man die Leiche 400 Kilometer transportiert hat. Nein, das war eine Tat in Freudenstadt. Und dieses Ganze, und dann,
habe ich ja jetzt gesagt, mit dieser, gab es ganz in der Nähe dort jetzt die zweite Tat mit Doppelmord. Da habe ich die Frage gestellt, gehört es vielleicht zusammen, so und das, aber auch wenn es nicht zusammengehört, erinnere ich an diesen haarsträubende Fehler beim ersten Mord. Die Justiz hat die wahre Mörder oder die Komplizen freigelassen, also in Freiheit gelassen. Der Dings, wenn das rausgekommen wäre, was mit Prostitution, das hätte die Strafe für diesen Dings eher noch verschärft, weil das eine ist im Affekt, in einer Beziehung, bla bla bla, und wenn man hat es nicht gewollt und ist irgendwie Körperverletzung. Und das andere ist natürlich, wenn es um so ein Verbrechensmafia-Milieu geht und dann noch hat er nicht nur mit der Justiz, und selbst wenn er ein Jahr weniger Gefängnis bekommen würde, dann hat er aber eine Mafia angezeigt und Leute ins Gefängnis gebracht und ihr Geschäft zerstört, die ihm lebenslang später nach dem Leben trachten werden, wenn er dann, jetzt kommt er was weiß ich, nach 2-3 Jahren auf Bewährung frei, aber wenn er die verraten würde, dann wäre er sein Leben lang praktisch bedroht. Also, von daher ist das alles plausibel. Ja, aber das sind Sachen, versteht ihr, das wäre ihr Preis gewesen. Mehr sage ich jetzt hier nicht dazu. Ihr habt natürlich die Möglichkeit, auf meiner Website zu schauen. Vielleicht mache ich dann auch mal ein längeres Video, das ich dann bei Dings veröffentliche, bei Odyssee. Aber hier, wie gesagt, geht's nicht. So geht man nicht mit mir um. Mit mir nicht. Ganz klar. An YouTube. Und an alle anderen dieses, aber nicht jetzt, die Abonnenten können ja nichts dafür, aber das dürfen alle wissen. Nicht mit mir. Da seht ihr, ich bin in manche Sachen dann nicht, ich bin jetzt heute nicht weder durch Amok laufen, noch habe ich irgendwelche Allmacht hier auf der Erde. Aber es gibt eben Sachen, versteht ihr, manche Menschen, die sagen, okay, das ist der Rahmen, in dem kann ich denken, in dem kann ich Ansprüche haben und so, und da muss ich mich dann arrangieren, weil sonst habe ich ja gar keinen Vorteil. Und so und so. Und das heißt, die arrangieren sich mit dem Gefängnis, das ihnen andere anbieten. Und das mache ich nicht. Ich nicht. Ich bin zwar nicht immer in der Machtposition, mich durchsetzen zu können, aber das eine ist, ob ich mich jetzt aktuell gegen YouTube durchsetzen kann oder gegen wen auch immer, Justiz und so weiter. Oder ob ich, sage ich mal, ob ich sage, okay, ich finde mich aber zumindest nicht damit ab, ich arrangiere mich nicht damit. Ich warte und ich sage, wehe die Zeit kommt, wo sich bei mir die Umstände und Möglichkeiten ändern. Aber das heißt nicht, dass ich dann Leute, versteht ihr, dass ich dann ein Dings, meine Prinzipien bleiben, ich bin für Wahrheit, ich bin für Gerechtigkeit, aber trotzdem, ich bin nicht jemand, der sich von solchen Leuten hier irgendwie klein machen lässt oder so, oder dass ich das annehme, dass ich das akzeptiere und mich damit arrangiere. Nein, mit manchen Sachen nicht. Mit manchen Sachen nicht. Es gibt natürlich Sachen, da sage ich auch pragmatisch, ich habe es ja auch gesagt, mit dieser ersten Verwarnung, die mit diesem Nacktaufnahmen im Palast, wo ich dann,
Versteht ihr? Das ist doch, YouTube, das ist doch wirklich eine Drecksmoderationsleistung. Der nackte Kaiser. Und dann der nackte Kaiser, das gilt für Kritik am Staat, an den Autoritäten. Und wenn man jetzt hier praktisch sieht, das ist da in seinem Palast, steht oder hier, da steht der nackte Kaiser praktisch vorm Spiegel, eben im Rahmen dieser Geschichte. Und das verdeutlicht praktisch eine Dummheit. Und die wo ich hier die Behörden im Fall Rebecca Reisch damit gemeint habe. Das ist eine intellektuelle Kritik des Kaisers neue Kleider, der nackte Kaiser, Nacktaufnahmen im Palast, seht ihr? Das sind Nacktaufnahmen im Palast, sozusagen. Das ist intellektuell ironisch angekündigt. Und so einen Dreck, von der Moderation entscheide gegen mich. Das ist wirklich geistig in die Hose gemacht. Das ist eine Schande für YouTube. Das ist eine ewige Schande. Das bleibt diese Schande. Und ich sag, wagt es nicht, wenn ihr so eine Schande auf dem Kerbholz habt, euch mit mir anzulegen. Wagt es nicht. Ich werde euch vor der ganzen Welt zum Gespött machen. So wahr mir Gott helfe. Aber nicht, weil ich euch verleumde, sondern weil ich der Welt zeige, mit was für Idioten ich es zu tun habe. Okay. Das ist jetzt das, ja, und das habe ich jetzt auch nur angerissen. Ich habe, wie gesagt, ich liefere keinen Content mehr zu Kriminalfällen. Nachdem das mir gelöscht worden ist, was hier jetzt meinen kann. Ich sage mal so, auf das Video jetzt dauernd zu verlinken, das hier gesperrt wurde bei YouTube, das könnte problematisch sein, sage ich mal, vom Prinzip her. Wenn die sagen, dieses Video wollten wir hier nicht, dann praktisch diese Sache zu umgehen, deshalb werde ich jetzt nicht ständig einen Link zu diesem Video posten. Ich werde mich darauf beschränken, meinen Kanal bei Odyssee zu erwähnen, meine Website zu erwähnen, meinen Kanal bei Odyssee zu erwähnen und ja, und das ist alles, was ich tue. Damit ist praktisch das abgedeckt. Also Odyssee, so. Und das ist mein Kanal. Also wie erreiche ich jetzt? Das ist mein Kanal hier. Logik-TV. Und ja, so. Okay. Ansonsten findet man. Und dann praktisch das, was ich gerade erlebe in Freudenstadt, die Tränen durch. Ich habe da Leute praktisch angeschrieben über die Website der Gemeinde, da sind dann die Vereine aufgeführt und so. Und dort habe ich dann die so Mailadressen. Und die haben sich untereinander zusammengeschlossen
und schreiben mir böse Sachen. Und hier habe ich ein schönes Bild. Das gefällt mir gut, was ich da gemacht habe. Das gefällt mir gut. Störung der Gestörten durch das Universalgenie. Also das ist der Marktplatz. Moment, ich zeige ein anderes Foto. So, jetzt schaut euch das Bild an hier. Schwarzwälder Bode. Und aber das war noch nicht das. Aber es ist ziemlich. Es ist aus der Einstellung geschossen worden. Aber es war noch ein anderes Bild. Aber auch. Ziemlich das. Moment. Ja, doch, es war das. Doch ein bisschen anders da, Hannah. Auf jeden Fall habe ich dann nachher das Wort Zunft weggelassen. Und dann steht noch dort praktisch die Narren Freudenstadt auf dem Marktplatz versammelt. Und anstatt Schwarzwälder Bote habe ich das Schwarzwälder Bullshit. Und da habe ich den schönen Drachen da rein. Und der Ritter Georg und drauf praktisch mit der Krone von dem Universalgenie. Ja, habe mir ein bisschen Späßchen gemacht hier, Und die Überschrift Freudenstädter Mordvertuschungen, verbrannte Frauenleiche, Schneeski-Dingsbums-Vereins-Fritze im folgenden SVF dreht durch und bedroht lächerlich großmäulig das Universalgenie. Na, warte, Tourismus gesteuert, Vertuschungsgeules, Teufelshexen, abartiges Höllendingsbumsgesindel. So, das habe ich mir überlegt, das kann ich vor Gericht verteidigen. Warum das durch die Meinungsfreiheit gedeckt ist? Nur, ich weiß, dass es Idioten gibt auf dieser Welt, die weniger juristische Ahnung haben wie ich und denken, ha, da können wir jetzt in den Krieg ziehen gegen das Universalgenie. Und dann, die dann ihr blaues Wunder erleben müssten. Und da, einer davon hier hat mir da was geschrieben. Sehr geehrter Herr Faeser, bla bla bla. Wird Ihnen hiermit mit sofortiger Wirkung untersagt. Ich habe denen nur eine Mail geschrieben. Praktisch mit öffentlich zugänglicher Adresse jeglichen weiteren Kontakt zur Vereinsbeteiligung des Blablabla herzustellen. Insbesondere möchten Sie alle im Zusammenhang mit dem Blablabla stehenden Mailadressen löschen und diese unter keinen Umständen an Dritte weitergeben. Jegliche Handlungen, die das Ansehen des Lalala oder seine Beteiligten schaden könnten, sind zwingend zu unterlassen. Ferner weise ich darauf hin, dass es gemäß der DSGVO ohne Einverständnis unzulässig ist, Mailverteiler mit sichtbaren Empfängern zu benutzen. Ein solches Einverständnis hat zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht vorgelegt. Bei erneuter Zuwiderhandlung sehen interne Verfahrensanweisungen Straf- und zivilrechtliche Konsequenzen, wie beispielsweise eine Aufforderung zur Abgabe einer strafbewährten Unterlassungserklärung und oder geltend machen von Schadensersatzansprüchen vor. Da kann man sich so richtig vorstellen, wie der sich vorgestellt hat, wie ich als Empfänger dieser machtvollen Aussagen hier jetzt in Grund und Boden praktisch erschüttert bin. Und dann habe ich denen natürlich hier erstmal gesagt, was ich von seinem Scheißdreck halte. Ach so, jetzt ist das Dingsbums, muss ich wieder hier da drüber gehen. Freudenstädter Dingsbums. Also, in der Heimgeschichte, was will der?
ihren Unterlassungs-Dingsbums-Traum können Fritzen und Dingsbums und Pappenheimer sich sonst wohin, beziehungsweise dahin, dahin. Und da sieht man die unglaublichen Bilder Dinger im Po. Und jetzt hat doch da einer tatsächlich eine Unterlassungserklärung in den Arsch gesteckt. Und wie ist jetzt das zu verstehen? Okay, also auf jeden Fall, das sind interessante Entwicklungen. Und anfangs wusste ich nicht, ob es hier es hat einfach geheißen zwei Tote und es war ein Verbrechen. Da denkt man zuerst an einen Doppelmord. Aber offenbar, und dann kam die Info, nein, die Polizei geht davon aus, einer hätte erst der andere umgebracht und dann sich selber umgebracht. Okay, ich habe das aber auch immer gesagt, ob es jetzt praktisch zusammen in Verbindung steht mit dem ersten Fall, weil es war ganz in der Nähe und es könnte ja sein, dass es praktisch, versteht ihr, die haben keinen eigenen Puff in Freudenstadt. Die werden also für die reichen Leute, wenn sie denen die Huren nicht nach Hause bringen, weil jetzt, sage ich mal, die Frau in Urlaub ist oder so, sondern wenn es darum geht, dass jetzt irgendjemand, der ist da im Urlaub in Schwarzwald oder so, will jetzt eine Luxusprostituierte, die er dann halb tot würgen kann und bestellt sich da irgendwas, ja, dann, wenn es keinen Puff gibt dort, das habe ich recherchiert, dann werden es die wohl mit Hotel in Zusammenarbeit stehen. Und ich sage mal, das kann ja auch diskret ablaufen. Da müssen die Hotels gar nicht eingeweiht sein. Wenn jetzt hier ein Paar ein Zimmer bucht, dann buchen die halt ein Zimmer, sage ich mal. Aber je nachdem können ja auch die Zuhälter gierig werden und sagen, ja, Hotelier, Sie kriegen von uns, der Hanna, im Jahr so und so viele ausgebuchte Zimmer, die Sie sonst nicht, also das sind Sachen, da erwarten wir eine Beteiligung, da erwarten wir Sonderkonditionen, pipapo. Versteht ihr, es kann zwischen Hotel und Zuhälter immer Probleme geben. Damit ist ein Mord nicht bewiesen, aber damit ist es plausibel und jetzt kommen wir, ist im Bereich des Möglichen und jetzt kommen wir zu diesem Artikel hier von der Schwarzwälder Bote. Also gewaltsam zu Tode gekommen, jetzt herrscht Klarheit. Hinter dem Fund zweier Leichen in Kniebis steckt eine Gewalttat. Das bestätigen Staatsanwalt Frank Grundke und die Polizei. In der Pressemitteilung heißt es, nach bisherigem Stand der Ermittlungen ist davon auszugehen, dass der 58-jährige Mann, bei welchem es sich um den Betreiber des Objekts, in welchem die beiden Leichen gefunden wurden, handelt, von dem 32-jährigen alten Mann gewaltsam zu Tode gebracht wurde. Also der Hotelier, der Besitzer, Günther heißt er übrigens, das Hotel Günther, dass der ermordet wurde und dann hat sich der Mörder selber umgebracht. Also der 32-Jährige, welcher ebenfalls in dem Objekt wohnhaft war, hat nach derzeitigen Erkenntnissen offenbar im Anschluss an die Tat seinem Leben selbst ein Ende gesetzt. Es handelt sich bei dem Mann um einen mehrjährigen Mitarbeiter des in dem Objekt befindlichen Betriebs, also des Hotels. Kleinerer Brandherd. Im Zimmer des 32-Jährigen wurde am Mittwochnachmittag vergangene Woche durch die ersten am Tatort eingesetzten Polizeikräfte ein kleinerer Brandherd festgestellt, welcher durch die ebenfalls verständigte und eilig am Tatort eingetroffene Feuerwehr schnell gelöscht werden könnte. Klartext. Der 32-Jährige, der seit Jahren im Hotel arbeitet, hat seinen Chef laut Ermittlungen getötet. Nach der Tat hat er sich erhängt. Staatsanwalt Grundke dementiert das nicht. Das heißt,
Das stand gar nicht vom Staatsanwalt, wenn er es nur nicht dementiert. Also den Klartext hat er sich selber ausgedacht oder von irgendjemand anders gehört. Ob der Betreiber des Hotels erstochen wurde, wie es heißt, will Grundke als Sprecher der Staatsanwaltschaft nicht bestätigen. Nach der Obduktion wissen wir etwas mehr, wie der 58-Jährige zu Tode gekommen ist. Ach so, halt mal, das ist der ältere Artikel. Da gibt's ja einen neueren. Das ist ja gar nicht der. Weil dort ist ja. Kniebis, Spuren. So, das ist das. Also. Jetzt, das ist der gleiche Artikel, aber ergänzt. Ergänzt um ein paar Aussagen. Also, da steht jetzt drin, hat der Täter das Feuer in seinem Zimmer gelegt, um die Spuren zu verwischen? Das fragt sich jetzt dieser geistig beschränkte Journalist. Beschränkt sind wir alle, kommt nur darauf an, wo die Beschränkung liegt. Grundke, der Staatsanwalt. Dazu gibt es derzeit noch keine Einzelheiten. Also dieser Journalist fragt, ist ja gar nicht dumm zu überlegen, sollten mit dem Feuer Spuren verwischt werden. Aber was für Spuren sollten denn Selbstmörder vertuschen wollen? Versteht ihr? Ist doch Quatsch. Ein Selbstmörder, dem geht doch alles am Arsch vorbei. Was soll er denn für Spuren hier beseitigen? Blödsinn. Alles Blödsinn. Und das deutet doch eher darauf hin, dass ein Mörder Spuren verwischen wollte. Aber dann wäre es ein Mörder, der beide umgebracht hat. Versteht ihr? Aber da seht ihr einfach, mit was für Dummheit ihr es zu tun habt in den Medien. Ihr braucht einfach, wenn ihr mit den Medien allein seid, dann stecken die das Volk an mit ihrem Blödsinn, mit ihrem Schwachsinn. Wie kann man so dumm sein? Und nur, versteht ihr, die schalten ihr Hirn aus. Die Staatsanwaltschaft hat keine Ahnung und geht halt mal von irgendwas aus, dass es praktisch der eine der andere umgebracht hat. Und das tun dann die dummen Medien kritiklos praktisch, eins zu eins übernehmen und tun dann in dem Rahmen, wo sie meinen, denken zu dürfen, ihren Schwachsinn anstellen. Sie denken nicht, okay, Spuren beseitigen, könnte das für einen Mord sprechen? Nein, sie fragen, sie könnte der Selbstmörder sich, wie hat er gesagt, hat der Täter das Feuer in seinem Zimmer gelegt, um die Spuren zu verwischen? Grundke, dazu gibt es derzeit noch keine Einzelheiten. Doch was könnte das Motiv sein? Steht ihr, wenn der Journalist jetzt sagen würde, ja, er hätte ja damit praktisch den Blick auf einen Mord gelenkt. Nein, dazu reicht das, was er geschrieben hat, nicht. Dann muss er schreiben, könnte es auch ein Mord gewesen sein und der Täter wollte die Spuren verwischen. Aber wenn er einfach kritiklos die These vom Selbstmord hier bringt, dann ist es, der kann sich nicht rausreden und entschuldigen, der Journalist. Das ist Schwachsinn hier. Okay, also, aber wie gesagt, das sind jetzt zwei interessante Fälle, aber ich kann mich nicht richtig dazu äußern. Ihr wisst ja, wenn ich jetzt Videos mache, dann gehe ich dann noch tiefer in das Ganze rein und so. Aber nee, das soll jetzt nur praktisch
zeigen. Das wäre ihr Preis gewesen. Aber ich verabschiede mich also jetzt unter diesen Umständen, die YouTube mir zumutet, sage ich es ganz klar, also Leute, die nur jetzt, sage ich mal, bei YouTube sich über meine Sachen informieren wollen in Bezug auf Kriminalfälle, die werden jetzt, die können sich darauf einstellen, dass das aufgehört hat jetzt. Also wenn ich darauf eingehe, wie gesagt, höchstens Trailer oder solche Phantom-Artikel, Phantom-Themen, die ich nicht zu Ende führe, wo ich nicht alle meine Überlegungen reinbringe, sondern ja, ich, mit mir gibt's das nicht. Mit mir macht man das nicht. Mit mir macht man solche Sachen nicht, wie da YouTube gemeint hat, dass das mit mir machen könnte. Also, und ich habe gesagt, was für Sachen ich mache, tendenziell einfach ereignisorientiert. Es muss ein, ich habe gesagt, ich habe mir eigentlich vorgestellt, ich habe meine Leistungsfähigkeit demonstriert und das und das, und jetzt geht die Tendenz dahin, es muss Ereignisse geben, wo dann praktisch sich was bestätigt. Das Problem ist eben das, sage ich mal, ich habe jetzt, wenn wir jetzt auf die politischen, biblischen, christlichen Themen zukunftsmäßig eingeht, dann ist es eben so, ich habe Überlegungen vorgestellt und muss da aber nachjustieren. Ich sage ganz klar, es gibt hier eine große Linie, an der sich nichts geändert hat bei mir. Aber dann geht es darum, es auf die unmittelbare Gegenwart einzufügen oder einzuordnen, und wo stehen wir gerade? Wo stehen wir, vor dem Hintergrund der biblischen Prophetie, die sich auch total deckt mit der Realität, sage ich mal, wie jetzt Israel wieder. Israel war ja tausende Jahre in die ganzen Völker der Erde verstreut, und dann sind sie gesammelt worden und zurückgekommen in ihr Land. Das ist einerseits biblisch vorhergesagt und hat sich grandios erfüllt. Gleichzeitig ist diese Sammlung einhergegangen mit freimaurerisch-mafiösen Plänen. Also zu sagen, aha, jetzt kommt Israel in ihr Land, jetzt ist das ist Gott am Werk und alles, was die jetzt tun, das ist Gott gefällig und so. Nein, ein Dreck. Das ist mit die schlimmsten Menschheitsverbrecher und Satanisten und Mafiosi und Freimaurerzeug haben da ihre Finger drin gehabt. Aber trotzdem ist es erfüllt es auch Gottes Plan. Also man darf nicht eins zu eins sagen, weil es Gottes Plan erfüllt, ist das alles, was die machen, sind das die Guten. Nein, nein, nein. Das ist ganz, ganz kompliziert, muss man das aufdröseln, damit man es richtig einordnet. Aber dennoch erfüllt es die biblische Prophetie. Und jetzt ist Israel eben das Nonplusultra
als Nabel der Welt. Und nicht nur Israel, sondern Jerusalem. Und nicht nur Jerusalem, sondern der Tempelberg. Der Tempelberg ist der Berg Zion. Das ist einfach das Nonplusultra auf dieser Welt. Und das werdet ihr merken, was es dort geht, wird die ganze Welt in Atem halten. Alles, was wir jetzt mit Russland und NATO und Weltkriegsgefahr, das verblasst alles. Oder wie soll man sagen, nein, das hat schon seine Bedeutung. Die ganzen Spannungen auf der Welt mit China, mit diesem und jenem, das wird alles übertroffen von Jerusalem und dem Tempelberg. Versteht ihr, alles auf der Welt ist angespannt, aber der Auslöser und das Entscheidende wird immer der Tempelberg sein. Der Tempelberg in Jerusalem ist das Nonplusultra an politischer Bedeutung für die gesamte Menschheit. Wollt ihr mal ein bisschen schauen? Da habe ich auf meiner Website irgendwann mal ein Dings daheim gemacht, was mir gut gefallen hat, gesehen, ein Video. Das ist ein christlicher, auch ein christlicher Jude. Jetzt nicht, dass da bei dem jetzt auch alles dort toll und in Ordnung wäre, aber trotzdem, das habe ich auch schon erwähnt, wenn jetzt jemand zum Beispiel sagt, ob ich vielleicht ein Antisemit sei oder so. Nein, nein, nein. Es ist jetzt, weil es ist ja so, auch die Juden, Jesus ist ja der Messias der Juden, aber die haben ihn ja verstoßen und er ist ja auch der Messias der ganzen Welt, aber eben auch für die Juden. Aber auch wenn die Juden, sage ich mal, Christen werden, unterscheidet sie immer noch was. Sage ich mal, sie sind jetzt nicht besser oder so, aber sie sind als Volk trotzdem weiterhin etwas Besonderes. Und das ist schon eine interessante Geschichte, praktisch, wenn ein Jude auch Christ ist, so. Das ist eben dieses Jerusalem. Sieht man ein bisschen was von der Gegend.
Aber, Achtung, das da haben wir jetzt zum Beispiel. Das ist alles schön und gut, aber versteht ihr, auf ihrer eigenen Flagge hat Israel ein Hexagramm. Und dann sagen sie, ja, das ist der Davidstern. Blödsinn. Das ist ein okkultes Symbol. Israel ist ein okkulter Freimaurerstaat. Oberster Gerichtshof. Jerusalem. Das ist ein Freimaurergebäude, versteht ihr? Freimaurer. Leider sind die Bilder jetzt so klein hier, aber das ist ein freimaurerischer Teufelsbau mit dieser Pyramide, mit diesem Obelix, ein ägyptisches okkultes Symbol, versteht ihr? Und das in Jerusalem, das ist absolut teuflisch. Das waren Freimaurer, Rothschild, die diesen Dreck hier, da sind sie praktisch, die das gesponsert haben. Das ist voller okkulter Symbole, dieses Ding. Das wird hier jetzt die einzelnen Teile, wird das erklärt. Das ist Illuminatensymbole und so weiter und so fort. Das ist etwas, das ist absolut abzulehnen, absolut teuflisch, okkult, was die da treiben. Und ja, und da ist es eben, und das alles in Jerusalem, alles in Jerusalem. Und eben auch Davidstern, jetzt haben wir eingegeben, Davidstern. Da gibt's Informationen darüber. Da habe ich auch ein Video, Pentagramm, Hexagramm. Informationen darüber gibt es natürlich auch dann im Umfeld von Antisemitismus und so weiter und so fort. Aber ja, das Hexagramm kam im alten Ägypten auf Amuletten vor und so weiter. Das ist ein okkulter Scheißdreck, versteht ihr? Und das ist dieses göttliche Volk Israel ist total unterwandert von teuflischem Dreck. Sogar auf ihrer Fahne haben sie dieses okkulte Dings. Das israelische Symbol ist der siebenarmige Leuchter. Solche Sachen sind praktisch gehören zur gehören zur israelischen oder neuen jetzt in heute haben sie dort einen neunarmigen Leuchter, also ich weiß eben, dass der siebenarmige Leuchter eine Rolle spielt. Wenn das jetzt zum Beispiel auf dem Ding wäre, auf der Fahne,
Aber dieses Hexagramm hat überhaupt nichts verloren. Das zeigt einfach, dieser Staat ist einerseits, ist es in Gottes Sinne, dass es Israel wieder praktisch, oder hat er es so vorherbestimmt, dass Israel wieder in ihr Land kommt. Aber trotzdem ist das, was hier entstanden ist, ein okkulter Freimaurer-Hintergrund, hat das Ganze. Aber die einfachen Leute, die das gar nicht wissen, die das gar nicht kapieren, denen schlagt jetzt Gott deshalb nicht der Kopf ab, sage ich mal. Er ist da ein bisschen großzügig. אלפי דורות משפחתך וילדיך דורותיך אחריך רוחו תלך לפניך לצידיך אחריך מסביבך בליבך הוא איתך הוא איתך בבוקר ובערב בצאתך ובואך בסבלותיך באוש... Das, der Typ zum Beispiel, das, der Israel ist ein ungeheurer Saustall, sage ich mal. Das ist wahrscheinlich ein Transvestit hier. Ein Dings. Gut, wenn es jetzt ein Dings wäre, sage ich mal, wo es einfach, es gibt ja Twitter, wo einfach das mit dem Geschlecht ein bisschen problematisch ist. Okay, und... Aber der hat ein männliches Gesicht, hat sich lange Haare wachsen lassen und sieht jetzt aus wie eine Frau, sage ich mal. Aber nochmal, wenn es jetzt wirklich jemand ist, wo es nicht ganz zusammenpasst, entweder eine Frau, die aber noch zusätzlich einen Schwanz unten hängen hat, oder eben umgekehrt, das sind, sage ich mal, Problemfälle, die Leute können ja nichts dafür, wenn sie jetzt solche Missgeburten sind. Ja, ich bin auch eine Missgeburt, ich stotter ein bisschen, also wir sind alle ein bisschen Missgeburten, aber ja, das ist jetzt noch nicht schlimm, sage ich mal, wenn das jetzt eben... Jemand ist, die Person entscheidet sich dann mal für ein Geschlecht und man sieht halt noch, dass es irgendwas da nicht ganz passt. Okay, aber jetzt was hier ja ist. Moment, ich such's mal kurz. Ich hab's doch. Dann sowas da, Hanna. Firstly, it enables the Attorney General to create a 2S LGBTQI plus community safety zone to prohibit within 100 meters of the property any homophobic, transphobic, act of intimidation, threat, offensive threats, offensive remarks. Moment. Aber ich habe ja mein eigene Logik TV. Wo ist da diese Genderscheiße? Jetzt wollen sie der Kühe irgendwelche Sachen ins Futter geben, dass die Kühe nämlich furzen, weil das die Welt, das Klima beeinflussen würde. Lauter verblödete, verrückte. Aber Achtung, Achtung. Das geht ja jetzt wieder in Gesellschaftskritik. Hier breche ich ab.
Ich hätte jetzt gezeigt, wie eben die Genderverrückten da auftreten und was daran schlecht ist, aber halt, nein, weiter geht's. Ich muss mich auch an das gewöhnen. Ja, ich erwähne das, weil ich sage, alles wird zusammenbrechen auf dieser Welt. Ich habe hier, da gibt's auch, ich habe es auf dem Handy, habe diese Mail geschrieben, deshalb muss ich kurz da habe ich diese Stelle da. Matthäus 24, 1, das wusste, dass das Matthäus 24 ist, aber okay, ihr werdet hören von Kriegen und Kriegsgeschrei. Seht zu und erschreckt nicht, denn das muss so geschehen. Aber es ist noch nicht das Ende da. Denn es wird sich ein Volk gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere. Und es werden Hungersnöte sein und Erdbeben hier und dort. Das alles aber ist der Anfang der Wehen. So, okay, es wird sich ein Volk gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere. Versteht ihr? Da gibt es so eine Drecks-UNO und sie wird total versagen, praktisch. Es wird ein Volk gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere. Absoluter Weltkrieg, nichts im Vergleich, oder andersrum, das, die bisherigen Weltkriege waren ein Klacks gegen das, was hier kommt. Ja, und nochmal, Dings wird mittendrin stehen. Jerusalem wird mittendrin stehen. Deshalb alles, was hier was hier jetzt mit bisher mit Russland und NATO, das wird dazugehören, aber die ganze Welt wird sich drehen um dieses Jerusalem. Sieht man ein bisschen die Landschaft. So, und so, also das wollte ich also einfach noch erwähnt haben. Und jetzt, Moment, schauen wir mal.
Also da, über diese Themen wird sich jetzt drehen. Das kann ich gleich mal den Leuten sagen. Wenn es Inhalte gibt, ausführlich, umfangreich, vollständig zu Kriminalfällen, dann nicht bei YouTube. Nicht bei YouTube. Und ja, und wenn dann Leute sagen, oh, dann interessiert es uns nicht, ja, okay, interessiert es euch halt nicht. Was? Da ist es so. Etwas, was jetzt praktisch, ich sage es ganz offen, das ist jetzt etwas, obwohl es hätte ja Israel bombardiert, gerade jetzt, das ist aus heute Nacht, Israel bombardiert im Gazastreifen. Aber gleichzeitig, was es viel harmloser macht, sage ich auch gleich dazu. More rockets are fired from Gaza towards the southern part of Israel amid Israeli airstrikes on. Ach so, okay. Okay, ah ne. Ja, nee, was es weniger schlimm macht, dass es hier steht, Israeli jets are striking Hamas targets in southern Lebanon in response to the rocket attacks earlier today. Also Israel attackiert Hamas-Ziele im südlichen Libanon. Das heißt, die unterscheiden hier zwischen Hisbollah und Hamas. Die Hisbollah ist die viel, viel stärkere Macht im Libanon als die Hamas. Und einerseits gibt es Berichte, dass Israel selber die Hamas gegründet hat. Allerdings, versteht ihr, das ist das Prinzip der kontrollierten Opposition. Du hast jetzt Feinde und die werden sich organisieren und gegen dich kämpfen. Und dann ist es doch besser, du machst mit Geheimdiensten praktisch, mit Agenten, selber eine Terrororganisation gegen dich selber. Also wenn Israel nicht wartet, bis die Palästinenser selber eine Terrororganisation gründen, sondern Israel denen eine gründet und sagt, kommt alle zu uns, wir sind gegen Israel, und dann werden die zwar ein paar Israelis umbringen, aber Israel selber sitzt mitten, hat die unterwandert und weiß alles, was die tun, und kann natürlich dann dafür sorgen, dass die großen Sachen verhindert werden. Also deshalb ist es völlig unklar. Aber es kann auch dann natürlich sein, Israel gründet eine Terrororganisation wie die Hamas mit ihrer Agenda, aber irgendwann wird es doch übernommen von denen selber, und irgendwann hat eben Israel nicht mehr den Einfluss, den es Anfang hatte. Also das ist so kompliziert. Ich weiß selber nicht, wie die Hamas genau aussieht und ob sie, wie sie unterwandert ist und so weiter, ob sie nur unterwandert ist oder ob auch die entscheidenden Stellen noch in der Hand von den Israelis sind, keine Ahnung. So wie der IS von den USA gegründet wurde und auch Al-Qaida. Aber wenn
nehmen wir mal an, die Hamas wären heute relativ selbstständig und nicht mehr so von den Israelis selber unterwandert. Wenn dann wäre es ihr Ziel praktisch, dass sie die Hisbollah in den Kampf reinziehen, sozusagen. Und das könnten sie zum Beispiel so machen: Die Hisbollah sitzt im Libanon, hat aber bisher selber noch nicht losgelegt. Und dann geht die Hamas her, schießt selber vom Libanon Raketen, nur um zu erreichen, dass praktisch die Israelis auch in den Libanon schießen, auf die Hisbollah, dann die Hisbollah selber zurückschießt und so die Hamas die Hisbollah in den Krieg reinzieht. Aber was man hier liest, israelische Jets führen Schläge auf Hamas-Ziele im südlichen Libanon aus. Also sie in der Erwiderung von Raketenangriffen im Laufe des Tages. Das heißt, hier unterscheidet Israel und greift nur die Hamas an im Libanon. Und das könnte bedeuten, dass dann sich auch die Hisbollah noch ein Weilchen zurückzieht. Weil wenn nur die Hamas angreift, dann ist nicht das Szenario, wo Israel Atombomben auf Damaskus wirft. Wenn aber die Hisbollah mitmacht, dann ist es das Szenario, wo ich sage, jetzt ist damit zu rechnen, dass Israel, also wenn sie richtig loslegen, die Hisbollah, dann denke ich, sind wir nahe dem Szenario, dass Israel Atombomben auf Damaskus wirft. So. Aber solange es nur um die Hamas geht, erwarte ich selber das nicht. Da denke ich, dass darauf wird Israel nicht mit Atombomben gegen Damaskus reagieren. Aber die Meldung hat der Typ rausgenommen. Es gab im Laufe des Tages die Meldung, dass die Hisbollah gesagt hat, wenn Israel sich wehrt gegen die Angriffe der Hamas, dann werden sie selber praktisch loslegen. Und die Meldung ist verschwunden. Ich habe sie nicht gespeichert. Aber hier schreibt er jetzt im Laufe des Nachmittags, Raketen vom Libanon und dass eben die Hisbollah den Krieg angefangen hat. Das hat sich aber dann später nicht bestätigt, weil die Israelis schlagen nur zurück gegen die Hamas. So, aber jetzt werden wir sehen, heute Nacht im Moment sind schwere Angriffe, wie man sieht, das sind die schweren Angriffe gegen Gaza. Und das ist aber etwas, das gab es früher schon. Das gab es auch in den vergangenen. Das, was man hier sieht, ist nichts entscheidend Neues. Ich gehe daher. Das sind israelische Angriffe auf Gaza. Jetzt in diesen Stunden direkt. So. Das sind schon ordentliche Kracher, aber es ist noch alles im Rahmen dessen, sage ich mal, was es in der Vergangenheit schon gegeben hat. Und irgendwann tun sie sich's, gibt's irgendwelche Friedensgespräche, Waffenstillstand und so weiter. Und dann kehrt wieder so eine Weile so eine Normalität ein. Ein paar Raketchen hier, ein paar Raketchen da, aber nichts Großes. Der Übergang in die apokalyptische Phase ist noch nicht erfolgt, sage ich mal.
Aber dass sobald die Hisbollah richtig losschießt, dann kann sich Israel nicht mehr mit seinen Abwehrraketen verteidigen. Und die Meldung hat gelautet, die jetzt weg ist, dass sie gedroht haben, Haifa zu vernichten. Ja, und das ist eine Großstadt. Und wenn sie das anfangen, wie gesagt, das kann Israel nicht abwehren. Das kann Israel nicht abwehren. Die Hezbollah hat viel, viel, viel zu viele Raketen, als dass da gibt's nur dann, sage ich mal, die ganz großen Sachen, also wie den Iran angreifen und Damaskus angreifen. Die Hezbollah, ja, und natürlich auch, was weiß ich, Libanon, in den Libanon einmarschieren und so weiter, aber das in dem Zug, denke ich, wird man es nutzen, auch Damaskus und den Iran anzugreifen. Also schauen wir uns nochmal an, wo liegt Haifa? Wenn Haifa angegriffen wird, wie es angekündigt wurde von der Hezbollah, ...280.000 Einwohner im Jahr 2018. Und da, Hanna, das, da ist hier, ist, das ist der, das Dings, das südlich, der Libanon hier, und das sind dann, was weiß ich, 50 Kilometer. Und wenn die so eine Großstadt richtig voll beschießen, da kann Israel nicht jetzt jedes Abschussrampe irgendwie versuchen auszuschalten. Das geht nicht. Und dann denke ich, wenn die Hezbollah hier, das ist ja da unten, ist der Gaza-Streifen, die machen Ärger, da greift jetzt Israel gerade an und so weiter. Und sie tun auch im hier, da, oder ist es besser so? Ne, das sieht man also auch nicht, da sieht man die Grenze nicht gescheit. Sie greifen da schon einzelne Sachen an, aber das sind wie gesagt so Hamas-Ziele von dieser Terrororganisation Hamas. Aber wenn die Terrororganisation Hezbollah angreift, dann reicht es nicht. Dann denke ich, dann geht's los. Damaskus mit einer Atombombe und auch der Iran wird auch mit Atombomben angegriffen. Eben diese unterirdischen Ziele, also nicht Atombombe wie Hiroshima, sondern diese bunkerbrechenden, die oben nicht so viel Radioaktivität freisetzen, aber trotzdem, das sind dann ein Atomkrieg. Und ja, also man muss davon ausgehen, israelische U-Boote, dass die sich schon hier aufhalten können, immer wieder praktisch. Und ja, die Israelis haben ihre Atomraketen. Das wird nicht, aber die Atomraketen, das ist dann eher Sachen, das auch praktisch oberflächlich viele Tote fordert, eben die Tote von einer Atomexplosion, während diese B-61-12, die ich schon vorgestellt habe, das ist eine Bombe von der Größe von einer normalen Bombe. Und das ist was, das ist eben so eine normale Bombe, ja.
Also eine normale Atombombe. Und das können die so. US Air Force is taking in order to achieve nuclear weapons themselves measurement systems, a kind of. Und dann, ja, dann geht der Atomkrieg los. More precise attack. It has what they call a CEP of about 30 meters, circular air. This. Wie gesagt, das kann jetzt in diesen Stunden und Tagen passieren. Es kann sich aber auch nochmal so wie bisher immer nochmal rausziehen, nochmal etwas entspannen. Das ist völlig offen, weil es ja, wie ich schon vor dem Kalenderthema gesagt habe, es ist ja völlig unklar, wo wir überhaupt stehen mit dem Kalender. Ich habe dann manchmal gedacht, okay, die einen Argumente sind jetzt wirklich klar besser, und habe gedacht, okay, jetzt weiß ich zumindest, wie es, wo wir stehen, aber mittlerweile ist das alles erschüttert. Ich kann es nur sagen praktisch, was so die Meinungen sind und wie die verschiedenen Ansichten, und ich kann es absolut, ich habe es aufgegeben, selber eine klare Meinung zu haben. Also dass es ja am 1. Januar anfängt, ist völliger Blödsinn. Unser Kalender ist durch und durch nach Strich und Faden von A bis Z falsch. Unsere ganzen christlichen Feiertage und so weiter, alles komplett nach Strich und Faden falsch. Januar, 1. Januar, das ist überhaupt rein gar nichts, sage ich mal. Um was es vom Prinzip her geht, dass es im März um den 21. herum. Aber das habe ich ja schon im anderen Video erklärt, deshalb muss ich stark zusammenfassen. Hier ist Frühlingsanfang am 20.03. Aber um den Dings herum ist die Frühlingstag und Nachtgleiche. Gibt es da ein Video dazu? Und da ist jetzt auch, das sieht man gut, das sieht man gut. Wo war das gerade mit Ostara? Kam das gerade? Vier Ostara-Rituale für die Frühlingstag- und Nachtgleiche zu Ostern. Ostara. Das ist eine heidnische Göttin, versteht ihr? Ein Dreck, ein Teufelsdreck, ein okkulter Scheißdreck, Hexenzauberdreck. Der wahre Ursprung von Ostern, versteht ihr? So ein Dreck. Wir sind jetzt bei Ostara angekommen, und Ostara zelebrieren wir meistens so von quasi 20. bis 23. März meistens. Das schwankt immer so ein bisschen. Das ist ein Hexendreck, ein Teufelsdreck, ein okkulter Scheißdreck. Aber da fahren die Weiber drauf ab auf so sinnliches. Da sind sie einfach geil drauf, auf so Hokuspokus-Zeug. Jetzt nicht allgemein gegen die Weiber, aber ja, das ist ein Scheiß, da sie fahren da einfach drauf ab. Aber
Und das hat sich alles vermischt mit unserem, mit dem Oster. Ja, und das ist ja, dafür kommt der Begriff Ostern. Aber Frühlingstag und Nachtgleiche ist eigentlich etwas Wissenschaftliches sozusagen. Wo findet man denn da ein gutes Äquinoktikum von Dings da, Hanna? Schauen wir mal bei Wikipedia. Also hier ist jetzt der 20. März eingegeben, der astronomische Dings, wo einfach der Dings. Versteht ihr, das sieht man es jetzt, weil aber es ist immer noch nicht optimal erklärt hier. Aber man sieht eben, wie die Erdachse schräg steht und wie praktisch die direkteste Verbindung zur Erde jetzt. Einen im Sommer bei uns ist eben hier auf der Nordhalbkugel, versteht ihr? Da trifft die Sonne so senkrecht auf. Und da ist jetzt, deshalb ist hier Sommer auf der Nordhalbkugel und da auf der Südhalbkugel, da sieht man ja, das ist so eher so ein bisschen weiter weg. Das ist dann, und da treffen die Strahlen so schräg auf und deshalb ist Winter, wenn bei uns Sommer ist. Und so praktisch und einmal im Frühling und einmal im Herbst ist es praktisch so gerade dazwischen praktisch, dass es da ist dann der Äquator praktisch da der präsentiert sich dann praktisch da ist dann da fällt dann das Ding senkrecht drauf. Ja, da muss man sich halt ein bisschen damit befassen. Aber das ist jetzt das ist der Hintergrund und dieses Frühlingstag und Nachtgleiche ist eben so um den 20., 21. und so weiter. Und da ist die Regel, danach der nächste Neumond da und da dann 2 Tage später, da beginnt das Jahr. Aber jetzt ist auch hier zum Beispiel, jetzt ist der Neumond direkt am 21. Und wie man dann damit umgeht, das sage da auch der eine so, der andere so, aber das ist für mich jetzt auch wirklich seither habe ich mich dann immer noch für etwas entschieden und habe gesagt, ja, ich denke das und das ist, aber in diesem Jahr jetzt und unter dieser Konstellation weiß ich es tatsächlich nicht. Wenn es jetzt der Fall wäre, dass es tatsächlich jetzt, dass der Jahresanfang tatsächlich zumindest im jüdischen Kalender gestimmt hat, weil das kann ich ja nicht sagen, die Juden, dass der jüdische biblische Kalender, dass man da nur bei den Juden scharf fragen muss. Nee, die haben doch selber keine Ahnung und machen vieles falsch. Aber wenn es weil da kommt noch alles mögliche andere dazu. Da geht es noch um die Getreideernte, ob die fertig ist. Und wenn die nicht fertig ist, noch nicht reif, dann verschiebt sich das Ganze noch einmal um einen Monat und so weiter und so fort. Weil da geht es um der Winter, ich glaube, die Wintergerste ist damit gemeint. Und alles mögliche andere noch. Das ist unheimlich kompliziert überhaupt. Der Jahresanfang richtig einzuschätzen. Und dann, wenn man den nicht hat, dann ist man ja mit allem daneben. Also, ich darf es nicht zu oft wiederholen. Ich darf es nicht zu oft wiederholen. Ich weiß, ich weiß. Aber wenn ich es ganz kurz sage, ja, es geht eben darum, haben
hat tatsächlich da angefangen jetzt dieses Jahr. Dann wären wir jetzt, dann wäre praktisch, also das, dann wäre das der erste Monat, der hier begonnen hat, am 23. Dann wäre das der erste Tag, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 Tage im März und dann 10, 11, 12, 13, 14. Und das ist immer so, dass in der Nacht von 14. auf 15. ist der Vollmond. Und dann ist praktisch der eigentliche Karfreitag, wenn es jetzt praktisch in diesem Monat das Passafest wäre, dann wäre es praktisch der Karfreitag, wo dann Jesus damals gestorben ist. Das wäre schon die Nacht von, nee, das wäre schon der Mittwoch gewesen. Und dann wurde ins Grab gelegt und in der Nacht war Vollmond. Und dann ist das praktisch der erste Tag, der Tag der Kreuzigung. Der zweite Tag ist das, wo er im Grab lag. Und am Morgen des dritten Tages ist er auferstanden. Das heißt, was wir heute als Karfreitag haben, ist sowieso falsch. Selbst wenn wir den richtigen Monat haben, haben die bei uns den hier praktischen Karfreitag gemacht, dass sie auf ihren beschissenen Sonntagsrhythmus kommen. Aber das ist falsch, weil bei uns sind die Wochen praktisch, die laufen durch. Wenn wir jetzt hier, der 31. Januar ist der Dienstag und der 1. Februar ist bei uns der Mittwoch. Bei den Juden ist es anders. Da fängt es immer neu an. Da fängt es immer an. Wenn jetzt der letzte Tag, was weiß ich, ein Dienstag oder irgendein Tag ist, dann ist der erste Tag im nächsten Monat nicht der folgende Wochentag, sondern das fängt immer neu an. Deshalb mit unserem beschissenen, falschen Wochenrhythmus kommen wir natürlich zu ganz falschen Sachen. Und deshalb ist das alles falsch. Alles, was in unser Kalender ist, zu 100% falsch. Aber wirklich alles und in jedem Detail. So. Und deshalb, ja, also, selbst wenn wir im richtigen Monat wären, wäre alles falsch. Weil das mit dem Sonntag gar nicht so, mit der Wochenabfolge. Also das heißt, wenn wir im richtigen Monat wären, dann jetzt haben wir gerade 5:15 Uhr. So, ah ja, da oben sieht man es ja. Das heißt, bald geht die Sonne auf. Dauert noch ein bisschen, aber wir haben ja jetzt Sommerzeit, wenn wir das jetzt eben anders. Wir sind schon nahe dran und ja, das ist das praktisch. Ich sag ja, das Jubiläum ist entscheidend. Ich sage, es wird jetzt eine weltweite globale Umwälzung ge geben und also ihr werdet hören von Kriegen und Kriegsgescheiße, zu und erschreckt nicht, denn das muss so geschehen, aber es ist noch nicht das Ende da, denn es wird sich ein Volk gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere und es werden Hungersnöte sein und Erdbeben hier und dort. Das alles aber ist der Anfang der Wehen. Damit ist nicht gemeint, dass es in Afrika, wo die Leute schon immer, was weiß ich, Hungersnöte haben und so weiter, dass da halt. Und da ist nicht gemeint, dass es, wenn hier von Kriegen und Kriegsgeschrei, damit ist nicht das gemeint, was wir heute schon haben, dass es halt auf der Welt so ein bisschen Dings. Schwierig ist, sondern da ist wirklich das totale Chaos. Das totale Chaos auf dem ganzen Planeten. Wenn bei uns nur das Internet ausfällt,
Das Klaus Schwab, der Verbrecher, hat selber gesagt, was die Welt zu erwarten hat, wenn nur das Internet ausfällt. Versteht ihr? Da denkt der Hanna, kann ich halt nicht mehr im Internet was sie irgendwelchen Scheiß angucken oder so. Nein, die Lieferketten funktionieren nicht mehr. Du kannst nicht mehr Essen kaufen. Versteht ihr? Hungersnöte. Kann verschiedene Ursachen haben. Wenn das Internet ausfällt, dann bricht alles zusammen, versteht ihr? Dann bricht die ganze Logistik zusammen, dann gibt's keine, dann die Zahlungssysteme funktionieren nicht mehr. Es wird nicht mehr funktionieren, und nach ein, zwei Tagen, wenn es nicht funktioniert, dann kommen die Typen und schlagen alles zusammen und rauben die Laden aus, und den Rest zünden sie an, dann wird's, versteht ihr, bis das dann wieder der Staat die Kontrolle übernimmt, irgendwann, es kann über Nacht gehen, versteht ihr, nur, dass es versteht, es kann über Nacht gehen, es kann sein, dass es wirklich, dass es, stellt euch vor, wenn es, das kann wirklich jetzt über Nacht eskalieren. Ich weiß nicht, was sie genau machen, aber die können, je nachdem, wie die zurückschießen und wie die Hisbollah jetzt sich verhält, kann auch noch morgen um diese Zeit kann Damaskus mit einer Atombombe vernichtet sein. Das liegt im Bereich des Dings, und gleichzeitig kann praktisch der Iran angegriffen werden und alles Mögliche, und wenn ihr dann am Samstag einkaufen werdet, kann es bereits es kann vielleicht der letzte Tag sein, wo ihr einkaufen könnt, dass es dann in den nächsten Tagen so zuspitzt, dass es praktisch wenn sie dann am Montag nochmal aufmachen, aber das kann da schon sein, dass die Logistikketten nicht mehr funktionieren, dann die Leute Panik haben, dann machen sie Panikkäufe, und dass dann gar nichts mehr funktioniert, und dann das Plündern anfängt, der Bürgerkrieg anfängt, dass Stromausfall kommt, Internetausfall, alles Mögliche, ja. Oder es wird sich gar nichts, es wird sich noch mal normalisieren und gar nichts. Ich mache nicht die Ankündigung, dass es jetzt, ich weiß es nämlich nicht, ich weiß es selber nicht. Es ist nicht, dass ich jetzt eine Meinung habe, aber mich nur vorsichtig ausdrücke. Nein, mittlerweile bin ich selber nicht davon, aber nur was das Datum angeht, nur, also die Grundzüge, davon bin ich überzeugt, aber es hat sich dann immer noch mal erholt, immer noch mal normalisiert, es ist wie wenn ein Gewitter entsteht, versteht ihr? Ich sage immer versteht ihr, ich weiß, das ist Blödsinn, Gewitter, wenn es praktisch, wann kommt es zum Gewitter? Beim Gewitter ist es so, dass es aufsteigende, da zeigen sie nur die blöden Blitze, aber ich, ja gut, okay, Gewitter ist wieder was anderes, aber Gewitterwolken,
Wenn er euch das anschaut. Ah ja, schaut das da, das meine ich. Da ist. Platzregen. Also wie praktisch ein Platzregen entsteht. Weil in diesen Gewitterwolken, also warme Luft steigt auf, irgendwo kondensiert sie. Das sieht man gut. Also es steigt auf und dann irgendwo entstehen dann die Tröpfchen, die fallen nach unten und während sie nach unten fallen, verdunsten sie wieder. Dann steigen sie nochmal auf, aber noch höher und werden dann und bei dem Ganzen entstehen immer größere Tropfen. Und irgendwann sind die Tropfen so groß, dass sie dann nicht mehr verdunsten, wenn runterfallen, sondern dann krachen sie runter und dann kommt alles auf einmal und mit der mächtigsten Intensität. Und so ähnlich ist das mit dem, was ich, ich denke, ja, okay, jetzt könnte es soweit sein, Und man denkt auch, ja, jetzt fällt irgendwie schon der Regen, aber bevor er den Boden berührt, ist er nochmal verdunstet. Und so ist es bisher mit dem, was ich über diese Sachen erzähle. Weil am Ende passiert es doch so beim Gewitter, sag ich mal. Aber bis es dann tatsächlich nicht nochmal verdunstet und nochmal hochsteigt und nochmal eine Runde dreht und nochmal sich verzögert, da ist es halt einfach, dass ich ein paar Mal etwas umsonst sage und dann kommt das, was ich sage, doch nicht unten an. Und dann denken die Leute, ach, jetzt hat er wieder seinen Blödsinn gelabert. Aber ich sag's euch, das ist alles nur die, es wird kommen. Das ist, davon bin ich überzeugt. Aber ich weiß nicht, ob es jetzt an diesem Wochenende losgeht oder ob es nochmal eine Verzögerung gibt. Ich weiß es nicht. Ja, okay. Also das soll, wie gesagt, das soll nicht inkonsequent sein. Ich bin wirklich So wie ich es gesagt habe, die kriminalistischen Themen werden jetzt in den Hintergrund treten. Also die neuen. Und wenn, dann nicht auf YouTube. Wenn nicht auf YouTube. Sondern höchstens ein Trailer. Und dann habe ich ja gesagt, es muss ereignisorientiert sein. Ich sage mal, dieses jetzige Video rechtfertigt sich noch nicht. Also das ereignisorientierte Video war ja das davor.
Dem Video gebe ich jetzt praktisch ein Titel, wo der irgendwie auf das anspielt, dass es praktisch ein Phantomvideo ist, sozusagen. Es ist nicht ein Trailer, aber es ist auch nicht wirklich eine eingehende Behandlung eines dieser kriminalistischen Themen, sondern es ist nach diesem Motto, das wäre ihr Preis gewesen, praktisch wäre ich ausführlich darauf eingegangen, mach es aber nicht, weil YouTube mir nicht die Freiheiten gibt, die ich brauche. Und vor allem, wie gesagt, nicht mal, dass wir einen Punkt hätten, wir haben ja diesen Punkt mit, wo ich zum Beispiel ganz klar sage, dieser Blödsinn mit des Kaisers, mit dem nackten Kaiser, da hat YouTube ganz klar versagt. Während es jetzt hier ein Zustand ist, wo ich nicht mal weiß, was sie von mir wollen. Vielleicht liegen wir gar nicht auseinander und es geht um irgendeine Kleinigkeit, wo ich sofort sage, ja gut, auf das kann ich verzichten. Aber die Art und Weise ist so beschissen, mir zu einem 4,5-stündigen Video einfach nur zu sagen, das war Hassrede. Während ich ja die ganze Zeit, sage ich mal, mich am Rand der Meinungsfreiheit bewege, aber am zulässigen Bereich dieses Rands. Und das ist dort, wo ich mich aufhalte. Das ist meine Dings und dann mich von dem Rand weg zu zwingen, da sage ich nein, 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 ich übe schwere, schwere Gesellschaftskritik. Das ist mein Thema, aber auf legale Weise. Und damit werde ich mich am Rand bewegen. Und dann brauche ich genaue Angaben, wo ich zu weit gegangen sein soll. Sonst geht es nicht. Sonst geht es nicht. Und ja, das ist so. Und das mag noch ein paar Mal vielleicht irgendwo auftauchen, dieses Thema praktisch. Das kann schon sein, dass ich auf das manchmal noch hinweise. YouTube macht es mir unmöglich, meine Fälle so wie bisher zu behandeln. Und ja. Aber eben in dem Fall nicht mal, dass ich auf etwas bestehe, was nicht erlaubt wäre angeblich, sondern dass ich es nicht mal weiß. Ich weiß es nicht mal. Es ist diese beschissene Art der Organisation, wie praktisch YouTube das gehandhabt hat. Mir auf ein 4,5-stündiges Video, wo alles Mögliche drin ist, nur allgemein zu sagen, das sei Hassrede. Das ist dumm, versteht ihr? Das ist dumm, dumm, dumm. Die Moderation ist einfach oft einfach intellektuell minderwertig. Das sind Menschen, das sind Mitarbeiter, die es nicht können, die es nicht im Kopf haben. Ja, das ist wirklich so. Ja, wobei die Sache, wie gesagt, mit dem Corona, das sind, da denke ich sogar, dass es vielleicht, das kommt von oben herab. Das kommt von oben herab. Und ich denke mittlerweile, weil die Moderatoren, das sind ja auch Menschen.
insgesamt ist es in der Gesellschaft ja zu merken, wie das brüchig wird, wie das Narrativ brüchig wird, wie die auf dem Rückzug sind, wie die sich fürchten, wirklich, was sie angerichtet haben, wie die ganzen Impfnebenwirkungen und Impfschäden und was da alles über uns hereinbricht. Das wird eine ganz schlimme Entwicklung für die Leute werden. Die sind, wie die uns, ich bin auch ungeimpft, wie die uns existenziell angegriffen haben, eine Pandemie der Ungeimpften und so weiter und so fort. Viel darf man ja hier nicht sagen, wie gesagt, sonst wird es gleich gesperrt, aber das sind Sachen, das wird noch so, versteht ihr das, so viele Medien sind schon dabei, versuchen, die Kehrtwende zu bekommen. Und plötzlich auch so bei denen gewesen zu sein, die ja so schon, also versteht ihr? Sie versuchen, dass sie nicht im Abseits stehen später. Und auch YouTube wird sich mit dem befassen müssen. Und die Mächte, die praktisch YouTube beherrscht haben und oder beherrschen zu ihrer Politik, was die Meinungsfreiheit bei Corona angeht, die werden immer mehr in die Defensive geraten. Ihr werdet euch fürchten vor dem Volk. Ihr werdet euch fürchten vor dem Volk. Und und deshalb diese Entwicklung, versteht ihr, das bekommen die Moderatoren ja auch mit. Die sagen ja, ha, das sind unsere Anweisungen gewesen. Aber die werden merken, in welche Richtung es geht und werden dann auch an einem bestimmten Punkt das Ganze nur widerwillig die Politik mitmachen von YouTube, halbherzig und so, ja, weil sie merken, in welche Richtung es geht. Das wird noch eine ganz, ganz interessante Zeit sein. Aber ja, und dann gibt es eben Sachen, wo ich denke, das, um was es hier geht, das sind Fehlentscheidungen von Moderatoren, die sich nicht bewusst sind. Leute, wenn ihr euch mit mir anlegt, wenn ihr meint, ihr habt Jura studiert oder Psychologie und ihr meint, ihr könnt auf intellektuellem Gebiet euch mit mir anlegen, versteht ihr? Ihr werdet so euer blaues Wunder erleben, weil ihr eure Argumentationen und so weiter, die taugen nichts. Ihr könnt mir geistig nicht das Wasser reichen, ihr Moderatoren, versteht ihr? Das haben schon ganz andere Leute gemerkt. Wenn ihr mit mir rumrechten wollt, ihr werdet euer blaues Wunder erleben, weil ihr wisst gar nicht, wie weit intellektuell ihr unter mir steht. Ihr wisst es gar nicht, aber ihr werdet es erleben. Und deshalb, ich warne euch, euch mit mir anzulegen. Weil eure Argumentationen, oder nochmal, ich habe es ja gezeigt, dort, wo immer man einen Einblick in eure Denke bekommt und in eure Argumentationen, da seid ihr gescheitert, da ist es jämmerlich, versteht ihr? Die Sache mit dieser Geschichte, mit diesem nackten Kaiser, das ist jämmerlich. Die Sache, wo mir Nacktheit vorgeworfen hat und mich verwarnt hat, wo ich auch gesperrt war, im Fall Dings, ich zeige jetzt nicht das Video, aber Cindy Koch, und jetzt gehen wir noch Logik ein. Logik. Komme ich da schon? Ja, da komme ich schon. Sechs Treffen mit Dings. Das war ein... Das seht ihr, ZDF. ZDF steht hier. Das war Aktenzeichen XY. Und aus diesem Video
Schau dir, da sieht man, was man, die Frau sieht man, die hat ihren BH an noch. Hier sieht man seinen Arm, aber es sieht natürlich nach viel Haut aus. Aber das ist nicht Nacktheit in dem Sinne, wie man es nicht zeigen darf, sozusagen, sondern das hat das deutsche, zweite deutsche Fernsehen, hat das im Hauptabendprogramm gezeigt, einen Aktzeichen XY-Film. Da sieht man sogar, das ist sogar auf der Website, so, das ist ein Screenshot von der Website. Und das letztlich lediglich Szenen, die im Fernsehen gezeigt wurden mir als Nacktheit. Ich wurde verwarnt und bestraft wegen Nacktheit. Das ist der Wahnsinn. Versteht ihr? Wenn man, das ist jetzt was ich eben hier noch denke. Aber das ist etwas, was es, wenn man das der Öffentlichkeit vorstellt, versteht ihr, wenn es eine Diskussion gibt über das, was die Moderation mit mir gemacht hat, wenn ich so mächtig werde, dass ich praktisch das zum Thema machen kann, dann werden Leute, die sich mit mir angelegt haben, versteht ihr? Dann werdet ihr auf eure Plätze verwiesen. Aber ganz, ganz, ganz unten. Ganz, ganz, ganz unten. Ja. Legt euch nicht mit jemand an, der euch geistig 100-mal überlegen ist. Ob, egal was ihr studiert habt. Legt euch nicht mit mir an. Ja, das wollte ich noch sagen. Und ja, das wird jetzt hat man ja gesehen, wie gesagt, ich muss ja meine Dings finden, meine Linie, mal denke ich, ich mache gar nichts mehr, oder mal da denke ich so oder so, aber die Linie, die sich herauskristallisiert, ist keine Kriminalfälle mehr mit vollwertigen ganzen Videos, sondern die, wenn ich sie mache, woanders und hier nur maximal ein Trailer. Versteht ihr, das ist für den Fall, dass ich schon ausführlich recherchiert habe und schon etwas habe. Während ich in diesem Fall mit dieser Yolanda, das ist die richtig andere Yolanda. Da gibt es ja noch die habe ich jetzt gar nicht gemeint, die Yolanda Klug meine ich hier gar nicht. Da geht es aber auch um Satans Staatsanwaltismus. Das ist jetzt praktisch die andere Yolanda. Ja, da habe ich ja gesagt, auf das hätte ich mich jetzt auch, praktisch auf den Fall hätte ich mich gestürzt, aber da bin ich schon mal irgendwie, mir ist es auch verleidet etwas, sage ich mal, in dieser Idiotengesellschaft. Über das, was YouTube direkt als YouTube mit mir macht, sage ich auch, in was für eine Idiotengesellschaft lebe ich, sage ich mal. Mit was verplemper ich meine Zeit, sage ich mal. Wenn die so alles so mit mir machen können, und das Volk lässt sich das auch gefallen, versteht ihr? Wenn hier, sage ich mal, es könnte auch ganz anders laufen, wenn das Volk anders drauf wäre. Ja, deshalb ist das etwas, da habe ich noch nicht mal ausführlich recherchiert, weil ich wende mich insgesamt etwas ab.
von den Kriminalfällen. Weil ich zu wenig erreiche, sage ich mal. Ich habe meine Erfolge dokumentiert, aber es bewirkt zu wenig. Es hat mir jemand geschrieben, und das finde ich gut, dass das so erkannt wird. Natürlich alles schön anonym gehalten. Was hat die Person mir geschrieben? Ich finde es schlimm, dass dich kaum einer ernst nimmt. Und die ganzen Trugreimer haben dagegen unzählige Abonnenten, obwohl keiner das Gelaber von denen braucht. Sie bedienen einfach nur den verblödeten Mainstream. Ja, versteht ihr? Das hat jemand, eine Frau hat es völlig richtig gesagt. Ja. Und ich denke mal, das könnten auch Millionen andere plötzlich so denken. Das ist eine ganz normale Frau, die hat einen seriösen Beruf, steht ganz normal im Leben und sagt sowas. Versteht ihr? Ich finde es schlimm, dass dich kaum einer ernst nimmt und die ganzen Trugreimer haben dagegen unzählige Abonnenten, obwohl keiner das Gelaber von denen braucht. Sie bedienen einfach nur den verblödeten Mainstream. Versteht ihr? Und jetzt schauen wir nochmal. Das ist eine Abonnentin. Und jetzt schauen wir nochmal. Versteht ihr? Wie viel Zinsen jetzt gerade? Oh ja, wenige. Ja. Das ist, obwohl das Video jetzt haben jetzt doch innerhalb von einem Tage für meine Verhältnisse, das war jetzt 260, das war jetzt das, was jetzt, das ist jetzt erst heute Nacht so, aber das war jetzt, haben sich jetzt doch ein paar Leute angesehen in einem Tag, okay, immerhin. Ich glaube jetzt nicht, dass das jetzt ein Video ist, das jetzt von YouTube groß promotet wurde, weil ja auch kein, der Titel jetzt nichts sagen ist und so. Das sind dann schon wahrscheinlich ein hoher Anteil von Abonnenten, die sich das da angesehen hat. Okay, aber jetzt schauen wir nochmal. Ich weiß immer nie genau, wo finde ich jetzt das? Und dann. Das ist komisch. Ach, jetzt fällt mir's ein. Zielgruppe. Versteht ihr? Meine Zielgruppe wird hier angegeben von YouTube. So, das sind eben die Leute. Mysteriöse Mordfälle, Insolito, Crime News. Also mysteriöse Mordfälle, 21.000. Insolito, Crime News. Da weiß ich jetzt nicht, er selber hat ja mehrere hunderttausend. Also auf seinem Hauptkanal. Warum das jetzt Insolito Crime News ist und nicht nur in, also, aber es steht eben hier so da. Lias Crime Time 8800, What Patty Love 57.000, sogar Cyber Ghetto hat mehr wie ich. Das sind alles gut. Ich sag mal, es gibt natürlich Leute, da Melis Mystery, es gibt Leute, die sind einfach dumm und die sind, weil sie dumm sind, auch von Dumme angezogen. Okay. Das heißt, manche Leute, die werden immer nur, sage ich mal, wenn ich dann mal erfolgreich, großen Stil erfolgreich wäre, dann wären sie vom Erfolg angezogen, würden halt auch mitlaufen, aber im Grunde wären sie dumm. Sage ich mal, sie wären zu dumm, um mich zu erkennen von dem, also ich sage mal, das, was für meine Abonnenten spricht heutzutage, ist, dass sie jetzt nicht
zu mir auf dem Ebene gekommen sind, weil ich jetzt so erfolgreich bin und weil man dazu gehören kann. Ich sage mal so, ich habe meine Abonnenten auch schon kritisiert, wegen der Sache mit der Wiener Reichsbrücke und so weiter und so fort, aber zumindest denke ich mal, so wie ich auftrete, rumstottere und das, habe ich die Dummen, habe ich von den Dummen schon ziemlich viele vertrieben. Die sind dann da gelandet. Ich sage mal, das ist dann, von daher ist das schon eine gewisse Auswahl. Trotzdem sind es ja meine Abonnenten. Das sind ja meine, sind es ja meine. Und ich will sagen, viele, die aber nur dort Abonnenten sind, sage ich mal, die von mir, sagen wir mal, 5 Minuten oder 1 Minute mal ein Video gesehen haben und dann nie wieder, und ansonsten sind sie nur dort Abonnenten. Das sind ja die ganz Dummen, sage ich mal. Aber ja, auch meine Abonnenten sind eben, orientieren sich eben stark dort in dem Bereich, ja, und trotzdem aus dem Kreis meiner Abonnenten sagt diese Frau, also ganz normale, seriöse, mitten im mit einem guten Beruf, mitten im Leben stehende Frau. Ich weiß jetzt nicht über ihr Familienverhältnisse, aber ist ja auch, ich würde ja sowieso nicht irgendwas sagen, was jetzt hier gegen die Anonymität wäre. Aber das kann ich ja sagen. Ich finde es schlimm, dass dich kaum einer ernst nimmt. Und die ganzen Trugreimer haben dagegen unzählige Abonnenten, obwohl keiner das Gelaber von denen braucht. Sie bedienen einfach nur den verblödeten Mainstream. Ja, und ich sag mal, es gibt Sachen, wo ich decke ja auch nicht alle Fälle ab, sag ich mal. Und es gibt natürlich auch Fälle, versteht ihr, wo man sich einfach, wenn man sich über einen Fall informieren will, ist es einfach eine gute Information, wo man auch gar nicht was vorwerfen kann. Was ich kritisiere, ist, dort, wo ich eine ganz tolle Leistung erbracht habe, wenn da dann daneben praktisch Leute überhaupt nicht auf das eingehen. Versteht ihr? Wenn die das, also das gibt es in mehrere Sachen, zum Beispiel im Fall Adrian Lukas. Wenn da ein Insolito oder irgendjemand, man kommt im Fall Adrian Lukas nicht an mir vorbei. Ich bin der absolute Non-Plus-Ultra-Experte im Fall Adrian Lukas. Ich stehe direkt mit den Eltern in Kontakt. Ich habe die ganze Akte, die Polizeiakte. Ich habe Insiderwissen wie niemand anders. An mir kommt niemand vorbei. Und wenn jemand hier ein Video macht, wo das nicht berücksichtigt, was von mir kommt. Versteht ihr? Wir sind uns einig, dass das, was Aktenzeichen XY gemacht hat, völlig falsch ist. Versteht ihr? Völlig falsch ist. Die haben auf den Informationen des Mörders oder der Mörders selber diese Sendung gemacht. Es ist grauenhaft. Es ist ein Skandal. Und das ist etwas, das ist, das ist nicht, wenn man sagt, das ist nicht zu verzeihen, natürlich ist es jetzt nicht wie ein Mord, sage ich mal, aber andererseits, wenn der Insolitos seinen Kanal verliert und die Leute ihn verachten und er in der Fabrik arbeiten muss, das ist ja auch nicht, geht ja die Welt auch nicht unter, versteht ihr? Aber das ist in der Weise nicht zu verzeihen, dass er sich, der Insolito hat sich damit diskreditiert. Der
der hat keine Existenzberechtigung mehr als in dem Bereich, wo er sich. Er schadet der Bevölkerung dann mit seinem Dreck. Dort, wo ich bin, haben die kleinen Würstchen alle stramm zu stehen. Versteht ihr? An mir kommt keiner vorbei. So wie die Polizei als etwas Besonderes sehen, sage ich mal, wo sie noch Respekt hätten und so und so und so und so, die realisieren nicht, was sie an mir für einen Respekt entgegenzubringen hätten. Die kleinen Würstchen kommen an mir nicht vorbei und wenn sie es versuchen, werden sie es bereuen. Das ist, was ich zu diesen Dings zu sagen habe. Ja, und versteht ihr, nochmal, was diese kluge, vernünftige Person sagt: Ich finde es schlimm, dass dich kaum einer ernst nimmt. Und die ganzen Druckreimer haben dagegen unzählige Abonnenten, obwohl keiner das Gelaber von denen braucht. Sie bedienen einfach nur den verblödeten Mainstream. Und ich sage nochmal, das ist eine ganz... Wenn man jetzt mich nimmt, da kann man ja immer sagen, oh, das ist ja ein ganz spezieller und der hat ja sowieso, der ist ja zwischen Genie und Wahnsinn, ist ja sowieso nicht viel Platz und so weiter und so fort. Aber das stammt von einer ganz normalen Frau, die eine von euch ist, versteht ihr? Das, was die sagt und denkt und erkennt, das könnt ihr alle so denken eigentlich. Da braucht es nur einen Bumm und es ruckelt ein bisschen im Köpfchen und plötzlich kann sich in der Gesellschaft die Vernunft ausbreiten und man sagt, ja, warum habe ich denn da früher nicht so und so, ist doch ganz klar. Also, es gibt da ein Potenzial, dass sich das alles ganz schnell ändern kann. Es ist nur so, dass die Menschen Herdentiere sind und sie brauchen einen Impuls, einen gewissen Impuls und auf einmal, bumm, ja. So, okay, gut. Jetzt denke ich darüber nach, habe nur was vergessen und jetzt ist die Gefahr groß, dass ich irgendwas, was ich schon zweimal gesagt habe, noch ein drittes und ein viertes Mal einfach noch mal auf eine andere Seite beleuchte. Aber jetzt halte ich's Maul und sage soweit dazu.